Ja, hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen kleinen Video. Heute gibt es mal ein kurzes Tutorial, und zwar haben mich ein paar Leute gefragt, wie ich denn mit meinem PS3 Controller am PC spielen kann. Und zwar ist es eigentlich ganz einfach, es gibt ein Tool, das heißt DS3 Tool. Ich werde euch das verlinken, unten in der Beschreibung. Klickt ihr da drauf, saugt euch das Ding, ihr müsst darauf achten beim Installieren. Es hat Adware mit dabei. Also müsst ihr gucken beim Installieren, dass ihr nicht alle Haken setzt und natürlich danach kurz überprüft, was damit installiert worden ist oder wie auch immer. Und naja, okay, dann zum Tool selbst. Wenn ihr das runtergeladen habt, dann sieht das so aus hier. Macht ihr einen Doppelklick drauf und dann öffnet sich das Ganze. Jetzt gibt es Folgendes zu sagen. Es ist eigentlich ein bisschen ein komisches Programm, aber es funktioniert. Und das ist eigentlich das Einzigste, was zählt für uns. Gut, als Erstes werde ich jetzt mal meinen PS-Controller anschließen. Ich habe das ganz normal über USB eingesteckt. Und ihr hört schon. Der Controller wird erkannt. DualShock hier. Und er wird auch geladen, hier könnte man ihn wieder trennen. Dann, was es noch zu sagen gibt, was ziemlich wichtig ist hier unten, ihr müsst auf Xbox 360 Controller einstellen, Controller, ich habe irgendwie ein bisschen Mühe mit Hochdeutsch reden und englische Wörter auszusprechen, aber naja, Controller müsst ihr hier anwählen, weil mit dem PlayStation Controller hier funktioniert es nicht wirklich gut. Erstens aus dem Grund, dass viele Spiele nur einen Xbox-Controller unterstützen. Und zweitens, irgendwie hat das Programm hier ein Problem mit den PS3. Ich weiß nicht, funktioniert irgendwie nicht so ganz richtig. Egal. Wir wählen hier den 360-Controller aus und drücken dann hier auf Enabled. Ich muss das jetzt nicht mehr machen, da ich das schon mal gemacht habe. Aber ihr müsst hier drücken. Dann sollte der Controller eigentlich verbinden, und wenn das nicht funktioniert, drückt ihr hier oben auf Driver Manager. Und ihr seht, dann öffnet sich das Fenster neu und es passiert gar nichts. Nee, eigentlich hat sich jetzt der Treiber schon installiert. Kurz gucken, ja. Ob ihr mir das jetzt glaubt oder nicht, das war's. Es ist eigentlich nicht mehr. Ich, wie gesagt, werde das Programm euch verlinken unten in der Beschreibung. Ich habe heute ein bisschen Probleme mit meinem Deutsch irgendwie. Aber was soll's. Ja, wie gesagt. Zieht euch das Ding, steckt das Ganze an, schaltet es ein, drückt hier auf Enabled und startet das Spiel. Das ist wichtig, ihr müsst das Ganze vor dem Spiel starten. Also, wenn ihr schon im Spiel seid, funktioniert es nicht mehr. Ihr müsst es vorhin starten. Aber dann funktioniert es, wie gesagt, einwandfrei. Das nächste Mal müsst ihr nur das Programm wieder starten. Und ja, das wär's. Okay, ich hoffe, ich konnte euch helfen. Hinterlasst mir einen Kommentar oder irgendwas, einen Daumen nach hoch. Wenn euch das Video gefallen hat, drückt auf Abonnieren. Und danke fürs Einschalten. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich bin Jay und ciao. Ihr wisst, wie es läuft. Daumen nach oben, abonnieren drücken und wir sehen uns beim nächsten Video. Nochmal ein großes Dankeschön an euch Leute von mir, dass ihr mich unterstützt, dass ihr meine Videos guckt. Ich hoffe, es bleibt dabei und ich hoffe natürlich, es werden immer mehr. Und ja, von daher bis zum nächsten Mal und ciao! Ah.